Wir reagieren auf Foto durch Saudi-Arabien. Hier geht Ronaldo essen. Ich war ja mit dabei, also bei der Saudi-Arabien-Reise und auch bei der Foto hier. Ich kann ein bisschen was dazu sagen. Let's go, meine Damen und Herren. Leute, was geht? Ihr habt es im Titel schon gelesen. Wir sind in Saudi-Arabien. Und es ist heiß. So heiß, ich kipp mir gleich um und ich schmelze. Nicht es waren 48 Grad, für die Leute, die es wissen wollen. Trotzdem müssen wir essen. Hinter der Kamera Laso. Hallo, mein Name ist Laso. Mit mir vor der Kamera Gabriel. Mein Name ist Gabriel. Wir sind angekommen. Also Gabriel ist der Sohn von demjenigen, also von Simon Abi heißt er, der uns die ganze Reise hier organisiert hat. Dieses ganze Treffen mit dieser reichen Familie und alles drum und dran. Also nochmal danke an dich und Grüße gehen raus an dich und an Gabriel natürlich auch. War wirklich eine schöne Reise, eine schöne Erfahrung und ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder. Gabriel, wir sind angekommen bei Shrimpback. Gabriel, kannst du den Leuten einmal erklären, was wir hier essen? Wir kriegen gleich so fette Tüten und da sind so Meeresfrüchte drin mit so einer Gewürz und einer Soße und dann müssen wir uns so umziehen. Der Tisch wird auch komplett leer gemacht und dann wird das so draufgepackt. Hör ich auch so zum ersten Mal. Wir gehen rein in den Laden. Okay Leute, schaut euch das an. Es wird jetzt serviert. Sehe ich so auch zum ersten Mal, Alter. Ich glaube, wir kriegen jetzt so Tüten, die wir uns überziehen, damit wir uns nicht schmutzig machen. Interessant. Ein schöner Schrimmladen. Schaut euch das an. Immer wenn Essen zubereitet wird und serviert wird, wird hier erstmal alles tischfertig gemacht. Da sind die ersten Shrimps. Ich mag Shrimps, Digga. Gibt's so einen Laden auch in Deutschland? Nein, oder? Leute, ihr seht schon. Ihr müsst wissen, das da habe ich nicht zum ersten Mal gesehen. Ich habe das schon oft in Videos gesehen in Amerika, wie so Meeresfrüchte in einer Tüte gemixt wurde mit verschiedenen Gewürzen. Dann wurde geschüttelt, dann wurde alles so, sag ich mal, aufgemacht und auf einem Tisch geworfen. Dann wurde geschüttelt und ich fand das immer geil. Ich wollte das schon immer testen und da habe ich es dann zum allerersten Mal getestet. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das dann mal in Saudi-Arabien testen werde. Wie es geschmeckt hat, sage ich euch gleich. Ich will euch nicht spoilern. Die haben alles in eine Tüte reingepackt. Gewürze, Mais, Soßen. Das wird dann zusammengemischt und dann vor uns ausgepackt. Weißt du, ich meine, zieht euch das mal rein, Alter. Alter, Teller sind überbewertet, Leute. Wir essen mit Händen. Schaut euch das mal an. Schrimps, Muscheln, Maiskolben, Krebs. Scheiß drauf, ich spoiler euch. Das war einer der geilsten Dinge, was ich je in meinem Leben gegessen habe. Offiziell mit Siegel und Zertifikat. Alter, das war so geil gewürzt. Wahrscheinlich wurden die Gewürze aus Indien auf irgendwelchen Bergen gefunden und gepflückt. Dann wurde geschüttelt. Auf dem Tisch. Guck mal hier, Muscheln, Soßen. So. Ach, das ist ein Latz. Ein Babylatz. Wie geil. Can, du siehst aus wie das Geburtstagskind. Ich habe auch Geburtstag heute. Hier haben wir Garnelen paniert. Die Garnelen waren auch ganz okay. War jetzt nicht atemberaubend, aber ich fand eher das, was auf dem Tisch lag. Erste Sahne. Mit irgendeiner Soße, denke ich mal. Bismillah. Boah. Ey, das könnten die geilsten Shrimps sein, die ich je so gegessen habe, so paniert, ne? Du sagst, wie es ist, Alter. Lila, also, probier mal. Schmeckt das echt geil? Nein, ich lüge nur vor der Kamera. Ich habe noch nie in meinem Leben so frische Garnelen gegessen. Hier haben wir einen halben Ozean, eine Krabbe, Shrimps. Jetzt ziehe ich meine Handschuhe an und dann fetzen wir das gemeinsam hier auf. Man sieht okay. Ich habe tatsächlich vergessen, meinen Kittel anzuziehen. Das habt ihr dann in meinem Vlog gesehen. Ich habe da alles gekleckert. Und Mann, das war so peinlich. Diese reiche Familie hat mir das zur Verfügung gestellt, diesen Ganzkörperanzug. Und ich habe da gekleckert. Naja, das war denen am Ende des Tages eh scheißegal, weil die haben zig Diener, die für die arbeiten und Wäsche waschen und kochen und putzen und bügeln und alles. Der Tüte, pack das Ganze aus. So. So. Wir sind fertig. Knacken den Bruder hier auf. Zack. Zack, den Schwanz machen wir auch ab. Hast du zumindest versucht, sauber zu machen? Nein. Zack. Ich sag's euch, wie es ist. Das macht schon Spaß hier. Die Garnele wurde befreit. Boah. Alter. Du kriegst so eine Knoblauchattacke, das ist so geil gewürzt, richtig lecker. Hier haben wir einen Lobster, Leute. Ihr wisst, wir sind Lobster-Fans. Ich glaube, es ist kein Lobster, John, das ist Krebs. Geisteskrank. Laso, du bist dran. Ich nehme jetzt einfach mal diese Muschel hier. Eine Geschmacksexplosion, meine Damen und Herren. Das nenne ich den Maiskolben der Vergeltung. Das war der geilste Maiskolben, den ich je gegessen habe. Offiziell. Ich wusste gar nicht, dass Maiskolben so gut schmecken kann. Lass mich auch mal den Maiskolben probieren. Bismillah. Das Ding bei mir ist, ihr seht, ich bin nicht so sehr überzeugt. Ihr müsst verstehen, ich habe kein Gefühl mehr für Essen. Wenn etwas sehr, 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 sehr geil schmeckt, ich flipp nicht aus und sag, Alter, richtig geil. Wisst ihr, wie ich mich in letzter Zeit ernähre? Habt ihr schon mal einfach so Thunfischdosen gegessen? Habt ihr schon mal Magerquark gegessen?
Einfach so. Meine Zunge ist taub. Ich ernähre mich von Dingen, die haben einfach mein Hungergefühl kaputt gemacht. Ich habe keinen Hunger mehr. Ich esse einfach nur, um die Proteine zu kriegen, sag ich mal, für meine Transformation. Das ist der saftigste Weißkörn, den ich je so gegessen habe. Warum gibt es das Land in Deutschland, Mann? Das war wirklich unglaublich lecker. Wir haben das jetzt nicht alles aufgenommen, wie wir gegessen haben. Es sieht auch ein bisschen primitiv aus, aber das ist so toll, familiär. So, weißt du, meine, man sitzt und alle matschen so ein bisschen rein. Das riecht geil mit Handschuhen. Eine coole Erfahrung, Alter. Angekommen bei Lamborghini. Nein, wir sind nicht bei Lamborghini, sondern bei Lamborghini. Das ist das McDonald's in Halal-Form. Weißt du, was ich meine? Alles wird hier wohl frisch gemacht. Das Fleisch ist auch frisch. Ich bin gespannt. Ich will einen Cheeseburger. Die Kette ist sehr beliebt in Saudi-Arabien. Naja, was soll ich sagen zu dem Namen Lamborghini? Das ist der einfallsloseste Name, den ich je in meinem ganzen Leben gehört habe. Es ist nicht cool, Lamborghini. Das klingt so lächerlich. Aber der Burger hat geil geschmeckt. Man muss schon ehrlich sein. Jetzt habe ich schon wieder gespoilert. Guck, wir gehen mal rein. Wir haben uns jetzt einen Cheeseburger ausgesucht. Wir nehmen keinen normalen Cheeseburger, auch keinen Double Cheeseburger. Wir nehmen einen Triple Cheeseburger. Ich bin gespannt, Alter. Was mir hier aufgefallen ist, ist, dass es hier sehr viel Freiraum gibt. Die Sitzplätze sind alle an den Wänden. Hier könnte man einfach Fußball spielen. Fußball mit Lackschuhe, weißt du, was ich meine? Meine Damen und Herren, darf ich euch vorstellen, ein Triple Smashed Cheeseburger. Walla, der sieht aus wie der von SpongeBob. Mach ich den Anfang? Dieser Burger, ja, mit 3 Patties, kostet 6 Euro. Das ist nix. Der Burger liegt sehr... Also ein Burger mit 3 Patties, 6 Euro. Das ist ein Spitzenpreis, ohne Witz. Aber man muss halt auch sagen, dass Saudi-Arabien an sich, was Essen angeht, ein bisschen günstiger ist als hier in Deutschland. Sehr gut in der Hand, okay? Das Brot ist auch sehr weich, ist auch ein Brioche-Brot. Brioche. Gut, wir wollen nicht so viel reden. Ich werde mir jetzt diese 3 Patties... Can kann sich den Namen Brioche nicht merken. Ich habe ihn schon 10 Mal gesagt. Schon über 10 Mal, dass das Brot Brioche heißt. Er hat das jetzt schon auf 100 verschiedene Arten gesagt, dieses Wort. Dann hat er hier, was hat er hier gesagt? Brot ist auch sehr weich, ist auch ein Brioche-Brot. Ja. Und hier sagt er Brioche. Brioche. Gut, wir wollen nicht so viel reden. Ich werde mir jetzt diese 3 Patties reinfahren. Bismillah. Boah. Aber es ist ein geiler Burger gewesen, ehrlich. Ja. Boah, Alter. Digga, der ist krass. Laso, der ist wirklich krass, Bruder. Ich will kein Hype machen, aber der ähnelt euren Onkel Smash. Ich sag's dir, wie es ist. Darf ich noch ein bisschen, Jungs? Alter, schmeckt das geil. Bruder, die haben da eine Soße. Also vom Fleisch her ähnelt der echt unserem Burgerladen. Nur das Brot ist ein bisschen anders. Drinne, mit diesem Käse verschmolzen. Ey, Jungs, ich will kein Hype machen, aber ich muss noch ein bisschen nehmen. Los, also tu es. Aber lass mir bitte noch ein bisschen übrig. Ja. Nimm mal einen richtigen Biss. Was war das denn, Alter, für ein Mädchenbiss? Okay. Ich distanziere mich von dieser Aussage. Warum soll das jetzt ein Mädchenbiss gewesen sein, Can? Was soll das jetzt heißen? Mädchen können auch kräftig beißen. Ja, sehr kritisch, weil du hast einen Burgerladen. Ja, ja, ja. Wir haben es verstanden, Alter. Der schmeckt sehr gut. Das Fleisch hat sehr gute Qualität. Aber man schmeckt den Käse zu sehr raus. Boah. Ist mit Abstand der leckerste Burger, den ich nach Onkel Smash gegessen habe. Er sagt, es ist zu viel Käse. Digga, genauso muss es sein. Hau wir. Ja, ist halt Geschmackssache. Ich mag nicht zu viel Käse. Nein, Mann, der ist heftig. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Wenn ich hier eine Woche bleiben würde, ich würde 10 Kilo ganz lockerbockig zunehmen. Ein Laden nach den anderen, die perfektioniert worden sind, was Franchise angeht. Das war wirklich geistkalt lecker. Warum isst ihr den Salat nicht, Jungs? Und das Ganze für 6 Euro. Schaut euch mal seine Lache an. Für 6 Euro. Er hat kurz mal wie Brook gelacht aus One Piece. Burger gibt's ein Erfrischungsgetränk bei Juice Time. Ich sag's euch, wie es ist, die Saudis haben es wirklich drauf, die Läden schön zu machen. Überall hohe Decken, sehr geräumig und sehr ansprechend. Schaut euch mal dieses Obst hier an. Ananas, Apfel, Birnen, Zitronen. Schaut euch mal an, guckt euch mal diese Küche an, Alter. Was passiert hier, Mann? Ich fühle mich hier richtig wohl. Wie zu Hause. Es sieht hier aus wie in einem Supermarkt. Und wisst ihr, was das Heftige ist? Alles, was ihr hier seht, ist frisch. Okay, frische Ware, was direkt auch genutzt wird, um unsere Smoothies zu machen. Ich bin eher der langweilige Typ. Orangen mit Karotten. Was ist denn hier drin? Erdbeer, Mango, das ist so eine Avocado. Du Wambo, ich Wambo, er ist jetzt Wambo, Wambo, Wambo-Lalität. Wollen wir mal gucken, ob das Ganze uns hier überzeugt und ob das Ganze wirklich frisch ist. Also ich finde, das Design vom Laden ist richtig geil. Keine Ahnung, also das sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Was Restaurants und Fastfood-Lokale angeht, ist Saudi-Arabien viel, viel weiter als Deutschland. Na. Boah, ich hab das Ding fast weggeäfft, Bruder. Geiles Ding. Frisch, kühl, super lecker. Auch gesund, weißt du, was ich mein? I got a summertime, summertime, ne, ne. Boah, der war geil, der Smoothie.
Er schmeckt sehr fruchtig und vitaminreich. Dementsprechend ist das eine 10 von 10. Lass ich auch mal probieren. Burger haben wir gegessen, Shrimps haben wir gegessen. Jetzt ballern wir uns auf 1000 Fritten auf einmal rein. Wow, man hat 10 verschiedene Früchte im Mund und dann kommen auch so kleine Bällchen raus. Weißt du, ich meine, Granatäpfel. Das ist wirklich lecker. Richtig lecker. Angekommen beim nächsten Spot. Wir sind bei El Beik. Das ist wie KFC, nur in Halal und ist in Saudi-Arabien auch sehr, sehr, sehr berühmt und sehr erfolgreich. Schau dir mal das Logo an. Der sieht auch aus wie ein Ehrenmann. Das, meine Damen und Herren, ist das KFC in Saudi-Arabien. Und das, meine Damen und Herren, ist der leckerste Chicken, den es auf der Welt gibt. Meiner Meinung nach. Und das Gute an dem Laden ist, also an dieser Fastfood-Kette, du zahlst für dein Essen und ein prozentualer Anteil wird gespendet an Bedürftige. Automatisch. Also wie heftig ist das? Aber Lars, du hast schon recht gehabt. Die bauen ihre Ketten wirklich so auf, dass du seitlich isst und in der Mitte voll viel Platz hast, ne? Du hast einen Ball dabei, Bruder. Ja, komm. Da hier auch alles besetzt ist, werden wir das Essen mitnehmen, also Takeaway. Und wir werden auf der Farm essen. Bei dem Gästehaus des Gästehauses des Gästehauses. Habt ihr vielleicht im letzten Vlog gesehen. Wir sind als 980. dran, das heißt 27 Leute sind noch vor uns. Das Besondere hier ist, das Essen wird einfach in simplen Tüten eingepackt. Weißt du, was ich meine, Bruder? Das ist ein Argument für mich, hier hinzukommen, weil die simple Tüten haben. Das kostet umgerechnet 8 Euro. Von den 8 Euro werden noch 1 Euro gespendet, also 7 Euro. Das ist Simon Abi, ein sehr, sehr cooler Typ. Und auch ein sehr liebevoller Mensch. Du isst, weißt du, ich meine, und tust noch was Gutes. Das ist schon krass, Alter. Das ist das berühmteste Restaurant in Saudi-Arabien. Wir haben ungelogen nur 2 Minuten gewartet. 30 Bestellungen in 2 Minuten. Ihr müsst euch vorstellen, hinter der Küche befinden sich ungefähr 10 SpongeBob-Schwankops. Ei, ei, Sir. Bei der Neueröffnung hier sah es so aus. Schlange bis King Buktu. Ich sag's euch, wie es ist. Von Saudi-Arabien bis King Buktu. Jetzt gerade ist keiner da, aber auf dem Foto sind hunderte von Menschen. Alles, was wir für unsere große Familie bestellt haben, 45 Euro. Das ist Majid, den durfte ich auch kennenlernen, einer der Söhne von der großen Familie. Sehr cooler Junge. If you see this, Majid, you are a very cool guy and I miss you, Majid. We see each other next time, inshallah. 5 Euro davon wird gespendet. Mal gucken, wie es schmeckt. Wir sind zu Hause angekommen, meine Damen und Herren. Im Gästehaus des Gästehauses des Gästehauses des Gästehauses. Fang mal an zu essen. Geil. Wir packen das ganze Geschenk hier mal aus. Eieieiei, jetzt geht's ja aber los. Okay, was haben wir hier? Wir haben Chicken Tenders, wir haben Pommes. Was ist das hier? Das sind Chicken Nuggets. Das sind Nuggets, okay. Frittierte Hähnchen. Ach du. Boah. Wir hatten außerhalb der Foodtour noch einige andere Nächte, wo wir von El Beik bestellt haben. Und ich erkläre euch mal einen Insider von mir und Jan und Gabriel auch. Jedes Mal, wenn wir Bock hatten auf El Beik, also wie soll ich es euch sagen? Ja, ich fühle mich scheiße, wenn ich das jetzt sage. Jeder in diesem Anwesen hat einen eigenen Diener. Also von den Erwachsenen zumindest. Und die Gäste haben auch einen eigenen Diener. Bedeutet, Jan und ich hatten auch einen eigenen Diener, sage ich jetzt mal. Wir hatten abends halt wirklich Bock auf dieses El Beik. Ich meine, guckt euch mal dieses Chicken an. Für Jan und mich ist es ungewohnt, zu einem Diener zu sagen, geh, hol mir das und das. Geschweige denn, ihm überhaupt Befehle zu geben. Das haben Jan und ich auch nicht gemacht. Was das angeht, sind wir da auch ein bisschen bodenständig. Also, Diener werden bezahlt und zwar sogar gut. Und das Gute ist, die Diener, die dort gearbeitet haben, durften sogar auf dem Grundstück leben. Die hatten ein eigenes Haus. Jan und ich haben uns halt geschämt, zu unserem Diener zu sagen, deswegen haben wir zu einer der Söhnen gesagt, dass wir Bock auf El Beik haben. Und ja, dann hat er halt jeden Abend immer sein Handy genommen, kurz einen Anruf gemacht. Hey, hol mal El Beik. Nach einer halben Stunde stand das auch schon vor unserer Tür. Das wurde dann halt zum Insider. Weißt du, was ich meine? Oh, jetzt geht's ja aber los. Guten Appetit, Jungs. Okay, wir probieren das Ganze mal. Bismillah. Boah, Alter. Ey, Jungs, ohne Spaß, ich mach das nicht extra, okay? Ich bin ein fettes Schwein, ihr kennt mich. Das schmeckt geisteskrank. Wallah. Geisteskrank ist kein Ausdruck, Mann. Das ist vom allerfeinsten. Vom allerfeinsten, ehrlich. Ja, das Schrimps? Ja. Noch mehr Schrimps? Das dippen wir mal hier rein. Rein damit. Digga, ich sag's euch, die Araber haben's drauf, Alter. Simon, aber was hast du denn da? Das ist ein Sandwich mit scharfen Hähnchen drin. Oh. Mit Pommes, Knoblauch. Rein damit. Was sagst du, Simon, Alter? Mehr geht nicht. Alter, mehr geht wirklich nicht. Ich erlaube es mir so eine... Der arme Wallah. Natürlich, wir haben ihn auch gesagt, er kann sich zu uns setzen und essen. Weißt du, wie ich meine? Er wird zwar geweckt aus seinem Tiefschlaf, aber er durfte mit uns essen. Und auch jedes Mal, wenn wir irgendwo was bestellt haben, haben wir immer gesagt, setz dich zu uns, ess mit uns. Wir haben ihn nicht so behandelt, als ob er ein Diener wäre, sondern wir haben ihn als Freund gesehen. Dann dippe ich das hier rein. Ich will die Stimmung nicht versauen, aber ich war schon mal bei El Beik.
Boah. Saftig? Boah, sieht saftig aus, Bruder. Das ist wie, als hätte mir die Keule ins Gesicht geschlagen. Das ist saugeil. Gut, das hat hier schon ein bisschen KFC-Vibes, ne? Also, als ich früher bei KFC gegessen habe, habe ich immer das gegessen. Oh, das ist heiß. Das soll wohl scharf sein. Gucken wir mal. Bismillah. Boah, Bro, die Gewürze sind wirklich... Schaut euch das mal an, wie geil das aussieht. Sehr, 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 sehr lecker. Eine sehr gelungene Fastfood-Kette mit einer guten Message auch, ne? Weil die spenden. Richtig lecker. Und wir sehen uns morgen beim nächsten Spot. Angekommen in der Hauptstadt Riad. Jetzt gehen wir in ein libanesisches Edelrestaurant essen. Ich weiß nicht wieso, aber Simon ist mit jenem connected, der was zu melden hat. Hier gibt es gutes arabisches Essen. Schaut euch mal diesen Kontrast an. Ein paar Sekunden davor waren wir bei einem paar Dollar-Chicken-Essen. Und da sind wir dann bei einem Restaurant. Deswegen auch im Titel. Hier geht Ronaldo essen. In diesem Restaurant hat eiskalt Cristiano Ronaldo gegessen und ihm hat es sogar geschmeckt. Und jetzt kommt das Sahnehäubchen obendrauf. Wir saßen mit dem Besitzer von diesem Restaurant an einem Tisch, der auch mit Ronaldo an einem Tisch saß. Das heißt, wir hatten indirekten Kontakt mit Ronaldo. Der Besitzer hat zum Beispiel Ronaldo die Hand gegeben und danach uns. Also wir haben indirekt Ronaldo die Hand gegeben, oder nicht? Weißt du, was ich meine? Jetzt gehen wir in ein libanesisches Edelrestaurant essen. Ich weiß nicht wieso, aber Simon ist mit jenem connected, der was zu melden hat. Hier gibt es gutes arabisches Essen. Hab ich Bock drauf. Hier haben wir eine Vorspeise. Ich weiß nicht genau, was es ist. Sieht nach Teigwaren mit einem Dip aus. Okay, ich probiere das, was auch immer das ist. Es schmeckt wie Brot mit Olive und ein Dip. Dann wollen wir mal gucken, ob Lase recht hat, ob es nach Brot mit Dip und Olive schmeckt. Du hast recht, es schmeckt nach Brot mit Dip und Olive. So, kurze Info zu dieser Vorspeise. Als diese Vorspeise kam, haben wir das jetzt nicht wirklich gefilmt. Jan und ich saßen da, haben uns halt gegenseitig angeguckt und gewartet, bis die Hauptspeise kam. Und der Besitzer saß halt am Tisch und hat gesagt, filmt das, probiert das und filmt das. Glaub mir, das ist heftig. Der hat auf Englisch gesagt, this is very good and very, very special. Der hat das 2 Stunden lang richtig gut geredet. Und da haben wir gesagt, okay, alles klar, wir probieren das. Wir haben die Kamera ausgepackt. Jan hat mich gefilmt, wie ich das probiert habe. Das war dann das Resultat. Es schmeckt wie Brot mit Olive und ein Dip. Wir haben jetzt einiges an Vorspeisen bekommen. Das meiste müsst ihr euch schon bekannt sein. Hummus, Dolma, das weiß ich nicht. What is this? Chicorée. Okay. Bruder, das Brot ist frisch, knusprig und hat eine richtig geile Konsistenz. Plus diese Hummus. Geisteskrank. Ein schöner arabischer Teller, weißt du, was ich meine? Nee, man schmeckt das schon raus, Bro. Die sind top. Alles frisch. Schmeckt wahrscheinlich wie bei euch zu Hause oder bei Libanesen. Mal gucken, was der Dolma drauf hat. Alter, dieses Restaurant war aber krank, muss man wirklich ehrlich sagen. Sehr, sehr gut, wirklich. Ich weiß nicht, was wir hier haben, aber es sieht nach Fleisch aus, oder Laso? Was ist Fleisch? Dieses Gericht, meine Damen und Herren, das ist Rindfleisch mit Nüssen, mit Dattel und noch so eine süße Soße. Das war so geil. Wie soll ich es euch erklären? Ich habe das probiert und das ist wie wenn du ein neues Pokémon entdeckst, in dein Pokédex einträgst, neues Pokémon entdeckt. Ich habe da einen neuen Geschmack für mich entdeckt. Boah, was passiert hier? Ich hatte gerade wirklich eine Geschmacksexplosion. Digga, das sind Nüsse mit Fleisch und so eine geilen Soße. Esse ich auch so zum ersten Mal, wirklich. Das ist das Ding, wenn die in so Edelrestaurants sein. Die wissen ganz genau, was sie tun. Der Mann neben uns, der hier sitzt am Tisch, ja, der ist ja der Inhaber. Und vielleicht habt ihr das Video von Ronaldo gesehen, wo er zum ersten Mal hier angekommen ist. Er war zum ersten Mal in diesem Restaurant essen. Er hat wohl auch alles probiert und so und soll ein sehr bodenständiger Typ sein. Und dass wir jetzt auch... Guck, er hat Ronaldo die Hand gegeben. Ära, mit dem hier sitzen dürfen, ist schon sehr stark. Wollen wir direkt eine Soße hier, Alter. No. No? No. Why? This with this. Er meinte, nee, so darfst du nicht essen. Gut, wir probieren es damit. Ja. Yeah. Okay. Okay. This is Chicken Shawarma. Okay, habt verstanden, Leute. Und hier darf man nur das rein. Ne? Weiß ich meine, er wollte mich schlagen einfach, Bruder. So. Bismillah. Boah, das ist auch sehr, sehr gut. Das ist wirklich sehr gut, Alter. Sam, danke. Meat. Alles hat hier seine Soßen, Leute. Ihr dürft nicht miteinander mischen. Hier haben wir Shawarma mit Fleisch. Also nicht Chicken. Also in die Soße. Mm. Oh. Ich habe den Geschmack noch im Kopf. Ich weiß ganz genau, wie es auf dem Mund zergangen ist, dieser Shawarma. Digga, ich habe noch nie so einen guten Shawarma gegessen, Walla. Weißt du noch, wo wir in Essen Shawarma essen waren? Ja. Der ist nichts dagegen. Bismillah. Lecker. Aber ich muss ehrlich sagen, die Hauptspeise sieht mehr aus wie so ein Frühstück als jetzt so Mittagessen oder Abendessen. Außer es ist in Libanon üblich, dass man sowas auch mittags isst. Deswegen Frage an euch, isst man sowas auch nachmittags oder abends? Oh, das ist auch sehr gut. Aber mein Highlight ist auf jeden Fall, der Shawarma ist wirklich eine 11 von 10, nicht mal eine 10 von 10. Und diese
das saftige Ding hier. Sowas habe ich bisher auch noch nie gegessen. Zartes Fleisch mit einer geilen Soße und Nüssen, Bruder. Das würde ich gerne wissen an die Libanesen. Wie heißt dieses Gericht? Das würde ich gerne nochmal essen. Es war wirklich grandios. Es war sehr lecker. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich heute wieder zugenommen habe. Ohne Witz. Angekommen bei Meatmood. Das ist auch ein Highlight. In diesem Laden war ich tatsächlich schon in Istanbul und der ist Hammer. Hier gibt es Kalbsfleisch und Lammfleisch, okay? Das Besondere ist, du bestellst einmal das Fleisch, du bezahlst es und der Rest ist all inclusive. Der Laden war auch wirklich... Von dieser Foodtour war gefühlt alles eine 10 von 10. Weißt du, wie ich meine? Das Fleisch wird tagelang gegart. Dieses Restaurant ist schon wirklich extravagant. In Istanbul ist ein bisschen kleiner mit 3 Stockwerken, aber hier könnt ihr auch schon die Öfen sehen. Hier wird das Fleisch tagelang vorher gegart. Und natürlich auch gesund, ne? Weil das ist pures Fleisch. Schaut euch das Fleisch mal an. Man sieht schon mit dem bloßen Auge, dass es zart ist. Man sieht direkt, dass es zart ist. Wie Wackelpudding. Schaut euch das an, wie viele Dips man bekommt. Tzatziki, Knoblauchsoßen, scharfe Soßen, alles womit du dein Fleisch reindippen kannst, weißt du, ich meine? Reis, Salat. So, da wollen wir mal. Schaut euch das mal an, wie butterweich das ist. Weißt du, was ich meine, Laso? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Das ist eine geile Soße. Rein. Geisteskrank, Bruder. Geisteskrank. Das Fleisch zergeht so krass auf der Zunge. Diese In dieses Restaurant muss ich mit meinem Vater gehen. Mein Vater liebt so zartes Fleisch, so Lammfleisch und sowas. Dips und so, unglaublich, Alter. Ich nehme mir jetzt so eine Rippe raus. Dann drehe ich auch sogar eine Foodtour für euch. Also ich bin zum ersten Mal hier. Can war ja schon mal hier, hat er erwähnt. Okay. Ja. Das ist auch einer der Söhne. Ich habe seinen Namen vergessen. Es sind halt hunderte Söhne und ich kann mir nicht alle Namen merken. Nächstes Mal schreibe ich alles in iPhone-Notizen rein. Das ist wie Zuckerwatte. Also ich habe noch nie in meinem Leben so ein Fleisch gegessen. Dipp das mal in diese Soße hier rein. Das ist der Gamechanger, Laso. Boah, der Gamechanger, meine Damen und Herren. Jetzt probieren wir dieses Fleisch. Ich glaube, das sieht aus wie Barbecue. Boah, Junge. Das ist geistkrank, ne? Ich habe noch nie in meinem Leben sowas gegessen. Wir machen einen Löffel mit Fleisch, Reis und Tzatziki. Einer mit. Das ist diesmal ohne Spaß eine 10 von 10. Ich probiere jetzt auch mal die Rippen. Bismillah. Boah, geistkrank, wirklich. Und wie gesagt, ne, man kann seinen Reis... Also ich bin nur durch Can da reingekommen, in dieses Anwesen von der reichen Familie, weil normale Menschen kommen da nicht rein. Irgendwelche Leute aus Deutschland können da nicht rein. Die lassen nicht jeden rein. Die lassen da nur entweder steinreiche Menschen rein oder sehr berühmte Menschen. Und Can ist durch Simon Abi da reingekommen. Und Simon Abi kennt die schon länger, schon seit einigen Jahren. Alles andere, was ihr in Beilagen sieht, ständig dazu bekommt, ist all inclusive. Auch geisteskrank. Wirklich sehr, 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 sehr lecker. Wir genießen jetzt weiterhin unser Essen. Dürfte Ronaldo rein. Kleiner Funfact. Ich weiß nicht, ob ich euch das sagen darf. Aber ich sag's euch, glaube ich, einfach. Aber die wollen demnächst sogar Ronaldo dahin rufen. Und das können die auch. Dazu haben die Macht. Und wenn die das machen, werden Can und ich wahrscheinlich auch dahin gehen. Das habt ihr nicht von mir. Psst. Jetzt kommen wir zum absoluten Highlight deiner Reise. Das ist das Nonplusultra. Mehr wie hier geht nicht. Was gibt's hier, Arvin? Hier gibt's den besten Shawarma auf der ganzen Welt. Mehr wie hier geht gar nicht. Ich bin gespannt. Schaut euch den Laden an, Bruder. Guckt euch mal, was hier da sind einfach 80... Guck mal, wie viele Mitarbeiter mit diesen weißen Hütchen. Spieße, Bruder. Ja, Allah, ja, Allah. Wie schnell die einen machen, guck mal bitte. Guck mal bitte, wie die einen Shawarma machen jetzt. So, das läuft jetzt so ab, die Leute bezahlen, bestellen da vorne, bezahlen, geben die Bestellung hier vorne ab, bekommen einen Stempel und dann läuft das nach Nummern. Und hier vorne sind dann die Bestellungen liegen. Ihr müsst wissen, in diesen Shawarmas ist weder Salat noch, ich glaube, Soße ist da auch nicht drin. Ein stinknormaler, simpler Shawarma, Brot mit Fleisch. Das war's. Wir haben hier Pommes, aber das sind keine Tiefkühlpommes. Die sind frisch, 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 werden geschält und dann direkt serviert. Und wenn du die mit der Knoblauchsoße hier dippst, boah, Bruder, unglaublich, ja. Die Tüte sieht aus wie ein Sack Mehl, aber wir haben hier unsere Shawarma drin. Bitte schön, Laso. Dankeschön. Bismillah, wir probieren jetzt den Shawarma.
Das, meine Damen und Herren, nennt sich Shawarma. Alles, was ich in Deutschland gegessen habe, war kein Shawarma. Lecker. Nimmst ein bisschen von den Fries, machst so rein und dann beißt du ab. Das ist ein sehr guter Shawarma und sehr geschmacksintensiv. Aber es ist keine große Kunst, sage ich jetzt mal. Es ist halt Brot mit Fleisch. Aber es ist der beste Shawarma, den ich je gegessen habe. Meine Damen und Herren, das war's dann auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt diesem wieder einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Wir jagen gerade die 1 Million. Weißt du, ich meine? Wird mal langsam Zeit. Macht euch einen Account und abonniert. Es reicht. Schreibt gerne in die Kommentare, in welches Land wir als nächstes reisen sollen. Abschließend kann ich zu Saudi-Arabien nur sagen, es war wirklich geisteskrank und ich werde dieses Jahr bestimmt nochmal hinfliegen. Weil da kann man noch eine Menge Content machen. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Meine abschließenden Worte, eigentlich so gut wie dasselbe. Nächster Onkel Smash in Deutschland, weil für die Hut, ich will nichts sagen. Onkel Smash wird bald ein Imperium, inshallah. So, abwarten. Ich bin euch ehrlich, bald müsste ich eigentlich nicht mal mehr YouTube machen. Ich werde trotzdem YouTube machen, einfach nur für euch. Aber bald müsste ich eigentlich kein YouTube mehr machen. So in einem halben Jahr. Also wenn ich sehe, dass da nicht so viel Support da ist, dann kann es sein, dass ich von einem auf den anderen Tag einfach aufhöre. Weil Geld verdiene ich dann sowieso, verstehst du? Deswegen versucht mich wirklich bis zum geht nicht mehr zu supporten. Wenn ich sehe, dass der Support nicht gut ist, dann kann es sein, dass ich bald von einem auf den anderen Tagen mit YouTube aufhöre. Komplett. Ihr müsst mir diese Motivation geben. Ihr müsst mir einen Grund geben, um weiterzumachen. Weil Geld ist nicht mehr das Problem. Alhamdulillah. Schaut einfach aktiv die Videos. Kommentiert aktiv, fleißig. Ihr denkt, Kommentare machen keinen Sinn, aber Kommentare machen Sinn. Das pusht den Algorithmus. Und das hilft wirklich sehr. Und auch mal eure Meinung hinschreiben. Wenn ihr das nicht tut, dann bin ich weg. Ich hoffe, wir haben uns verstanden.